Hallo meine Lieben, zu einem neuen Video. Das wird mein erster Book and Talk Vlog. Ich habe ja schon bei Facebook angekündigt, dass ich ein paar Neuerungen in meinem Kanal machen möchte. Und das vorrangig einfach für mich. Ich habe mir jetzt vorgenommen, und natürlich auch für euch, nicht nur für mich, aber es ist dann einfacher. Und zwar möchte ich oder habe es mir vorgenommen, feste Tage einzubauen in meinem Video-Hochladeturnus sozusagen. Also ich habe vor, dienstags eine Rezension hochzuladen oder einen Tag. Aber da ich ja Text nicht so oft mitmache, wird es wahrscheinlich meistens eine Rezension geben. Dann donnerstags, also heute, deswegen wird auch heute dieses Video online gehen. Das ist dann der Auftakt. Wird es einen neuen Book and Talk Vlog geben? Ich habe ewig gebraucht, bis ich diesen Namen gefunden habe, aber er gefällt mir. Und ja, und samstags wird es auch eine Rezension geben. Also es wird dann drei feste Videotage geben, wo ihr wisst, donnerstags zum Beispiel kommt der neue Vlog oder dienstags eine Rezension. Und ich finde es so einfach irgendwie ja, einfacher. Ich weiß nicht, ob es ihr annehmt oder wie ihr es findet oder ob euch das wurscht ist, an welchen Tagen ich irgendwas hochlade. Aber irgendwie finde ich das immer schön bei anderen YouTubern, wenn die einen festen Tag haben, wo man weiß, am Samstag kommt das Video oder am Donnerstag kommt das Video. Und ja, deswegen habe ich mir das jetzt so mal überlegt und ich hoffe, ihr ja, nehmt es so an und freut euch. Ja, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, meine Neuzugänge. Das wird jetzt auch kein extriges Neuzugänge-Video mehr geben. Das wird jetzt auch alles im, ja, im Vlog quasi abgehandelt. Und ich denke, das passt dann auch einfach besser. Also denke ich zumindest, ich weiß es ja nicht, aber es ist jetzt einfach mal ein Versuch und einfach mal zu gucken, wie es so ausschaut. Also bei mir ist zuletzt angekommen Neil Schusterman vollendet. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ihr dürft euch nicht wundern, dass die Qualität des Videos relativ schlecht ist. Ich filme momentan wieder mit meiner Webcam, da meine eigentliche Kamera leider tot ist. Ja, tot kann man es nennen. Deswegen ist die Qualität nicht ganz so gut. Und zwar ist das vom Sauerländer Audio Verlag eine Dystopie. Ich kann hinten mal vorlesen. Nach einem brutalen Bürgerkrieg hat die Regierung hart durchgegriffen und endlich die Ordnung wiederhergestellt. Jugendliche Störenfriede werden aussortiert, gnadenlos und effizient. Ihre Organe und einzelne Körperteile werden recycelt. Wer es bis zu seiner Volljährigkeit schafft, zu überleben, dem winkt ein Leben in Ruhe und Frieden. Und genau das wollen die Teenager Connor, Risa und Leaf leben. Deshalb wagen sie das schier Unmögliche. Sie fliehen vor ihrem Schicksal. Ja, ein Jugendthriller. Ich habe jetzt schon zwei CDs gehört. Bis jetzt ist er wirklich super gut. Die Rezension wird da kommen. Und dann habe ich noch ein Hörbuch bekommen, und zwar Jutta Wilkes Holundermond. So sieht das aus. Ihr kennt ja das Buch, ihr wisst ja, dass ich dafür schwärme. Wie verwunschen wirkt das alte Kloster im sanften Licht des Mondes. Doch Nele ahnt, dass hinter seinen dicken Mauern ein Geheimnis lauert, das eng mit dem plötzlichen Verschwinden ihres Vaters verknüpft ist. Entschlossen, das Rätsel zu lösen, stellt sie sich zusammen mit ihrem Freund Flavio den dunklen Kräften des Klosters entgegen. Ja, ein Hörbuch, ich habe es schon gehört, ich habe es auf meinem Blog auch schon rezensiert, da werde ich euch den Link in die Infobox packen und die Rezension zum Buch werde ich euch auch unten verlinken, das habe ich ja schon vor langer, langer Zeit rezensiert. Also ich werde euch beides in der Infobox verlinken. Noch ein Neuzugang und zwar von meiner Mama. Und zwar Silberner Fluch von Lee Carroll, Black Swan. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch das Buch kennt. Ich noch nicht. Ich finde es spannend bisher. Ich kann euch hinten mal den Text auch vorlesen. Niemand kann seiner Bestimmung entkommen. Ein Unwetter tobt über New York, als die junge Schmuckdesignerin Garrett James in einem Antiquitätengeschäft auf eine Schatulle mit dem Symbol eines schwarzen Schwans stößt. Sie öffnet die Schatulle und damit das Tor in eine magische Welt.
Ja, ein dicker Schinken ist ein preisreduziertes Mängelexemplar gewesen. Ich glaube, meine Mama hat das bei Netto oder bei Norma. Da gab es wohl ziemlich viele Bücher. Es hat hier hinten einen tiefen Schnitt. Allerdings zieht sich der nicht durchs Buch. Also man sieht ihn schon gar nicht mehr in der Rückseite quasi. Es ist eine Klappenbroschüre. Kostete wahrscheinlich viel Geld. Ich werde mal gucken, weil das ist doch ein ganz schön dickes Buch, wenn ich den Kleber abbekomme. Ja, 15 Euro und für 3 Euro hat es meine Mama mir jetzt mitgebracht. Also da bin ich schon sehr gespannt darauf. Dann habe ich gewonnen ein Buch und zwar von der lieben Katrin Jäger, ihr Buch Inselmelodie. Sieht so aus, es ist ein bisschen hell, ne? Ich weiß. So sieht das aus. Den Rückentext werde ich euch auch kurz vorlesen. Kara, ihren Namen hat sie nie gemocht. Er passte zu ihrer ausgeflippten Mutter Andrea, aber nicht zu ihr. Doch nun ist Andrea tot und Gara auf der Suche nach ihrem Vater, der auf Gomera leben soll. Plötzlich findet sie sich wieder unter Weltverbesserern und Aussteigern, total durchgeknallten Typen. Und dann beginnt sie, sich einzulassen auf die raue Schönheit der Insel und ihre eigenwilligen Menschen. Sie begegnet Milan, dessen Musik sie verführt, und Felix, der versucht, sie mit seinen Bildern zu erobern. Ja, ein schmales Büchlein, ein Roman, ein Jugendroman. Ich bin schon sehr gespannt. Ich finde es wunderschön aufgemacht, wenn ihr das hier sehen könnt. Ganz schön. Ich bin da wahnsinnig gespannt darauf, wie mir das Buch gefallen wird. Steht jetzt dann bald auf meiner Liste. Ich habe getrunken. Dann noch ein Neuzugang, der ist heute bei mir eingetroffen. Und zwar Jay Asher, Wir beide irgendwann. Da werde ich jetzt den Rückentext nicht vorlesen, weil das wird ihr schon alle kennen, das Buch, denke ich mal. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Ein paar Rezensionen habe ich ja schon dazu gesehen. Und freue mich jetzt auch, das Buch bei mir zu Hause zu haben. Das Cover finde ich ja schon grandios. Da wird es auch definitiv eine Rezension dazu geben. Und ja, ich bin da wahnsinnig gespannt. Ich habe mir gar nicht angeguckt, wie das ohne Schriftumschlag aussieht. Ja, blau. Aber ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf. Ich habe es ja jetzt schon bei, ich glaube, Kossi hat es rezensiert. Ich glaube, Wonderland Books hat es bisher jetzt schon rezensiert. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt. Und dann zuletzt, jetzt weiß ich allerdings nicht, ob ich das schon gezeigt habe in einem Neuzugänge-Video. Wenn nicht, ich zeige es jetzt einfach nochmal. Ist ja auch egal, es ist so hübsch, das kann auch zweimal vor die Kamera. Und zwar Goldmarie auf Wolke 7, eine himmlische Liebesgeschichte von Gabriela Engelmann. Das vorerst letzte Märchenbuch von ihr. Da werde ich jetzt auch den Rückentext nicht vorlesen. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich schon in 5000 Videos gesehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera jetzt so erkennen könnt, aber das schimmert und glitzert total schön golden. Ich werde mal gucken. Irgendjemand hat mir gesagt, dass das ein weihnachtlich angehauchtes Buch ist. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich werde es trotzdem jetzt nächsten Monat auf meiner Leseliste stehen haben. Ja. Es waren meine Neuzugänge, so viel waren es gar nicht dieses Mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das dann wird nächste Woche, wenn ich dann gar keine Neuzugänge habe, dann wird es keine Neuzugänge geben. Ja, dann habe ich eine Kategorie für mich neu dazu genommen, geplante Bücher für die kommende Woche. Wenn ich jetzt den Vlog auch wirklich jede Woche hochlade, möchte ich euch einfach zeigen, was ich vorhabe, die kommende Woche zu lesen. Ich habe jetzt geplant für die kommende Woche, also bis nächste Woche Donnerstag, den vierten Teil, Quatsch, jetzt habe ich doch den falschen, jetzt habe ich doch das falsche Buch mitgenommen. Also stellvertretend, das ist jetzt 2.1. Das Buch steht jetzt stellvertretend für eigentlich 1.4. Das möchte ich die kommende Woche noch lesen. Also bis zum Ende des Monats möchte ich dieses Buch noch gelesen haben. Ja, warum ich jetzt auch immer den Teil mitgenommen habe, der kommt dann erst nächsten Monat. Ja, mal gucken. So, und Fragen habe ich jetzt öfter gehabt in letzter Zeit wegen meinen Haaren. Also das ist ja so eine immer wieder Frage. Einfach nur einmal für alle zum Wissen, meine Haare sind echt, die Haarfarbe ist echt. Das ist immer so eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Die habe ich jetzt auch mal mit aufgenommen. Sie sind echt, meine Haare. Also die Haarfarbe ist nicht gefärbt oder ähnliches. Das ist schon so, seit ich klein bin. Sie werden zwar im Laufe des Alters ein bisschen
dunkler, das Rot. Also ich hatte früher richtig Karottenrot. Irgendwann werde ich euch vielleicht mal ein Foto zeigen, wenn ich eins finde. Früher hatte ich es richtig Karottenrot, Karottenorange, wollte ich sagen. Es dunkelt jetzt nach und nach ein bisschen runter, aber oben ist es immer noch heller als unten. Warum auch immer, wahrscheinlich, weil da immer die Sonne drauf scheint. Ja, dann habe ich noch eine Kategorie, die geplante Rezi für Samstag, damit ihr schon mal wisst, auf was ihr euch freuen könnt. Die geplante Rezi für diesen kommenden Samstag ist Ein Himmel über der Heide von Sophie Kramer. Da hatte jetzt Chocolate Pony vor kurzem die Rezension auch hochgeladen. Ich habe das jetzt auch ausgelesen und werde es jetzt dann am Samstag hochladen. Und einen Blogbeitrag habe ich dazu auch geschrieben. Der wird dann da an dem Tag auch online kommen. Ich sollte mal langsamer reden. Ich rede heute irgendwie viel zu schnell. Im Moment lese ich das hier. Nein, Quatsch, das lese ich nicht. Das ist mein Name. Im Moment lese ich, passt auf, ich packe es euch noch kurz aus, von Angelika Schwarzhuber, Liebe, Schmarrn und Erdbeerblues. Sieht so aus, das ist wieder so ein bayerisches Buch, allerdings nicht wie Eiertanz. Also das ist komplett was anderes. Es ist auch nicht, in Eiertanz war es ja wirklich bayerisch noch und nöcher. Also da gab es ja mehr bayerische Sätze als hochdeutsche. Das ist bei dem Buch jetzt gar nicht, aber da wird es die Rezension, denke ich, nächste Woche oder übernächste Woche geben. Da solltet ihr euch aber schon mal drauf freuen, weil ich finde dieses Buch wirklich ja, grandios. So, und dann habe ich noch eine letzte Kategorie, die möchte ich gerne, dass ihr da auch was tut. Und zwar, habt ihr Fragen an mich? Wenn ja, stellt sie in die Infobox, dann werde ich euch die im nächsten Video beantworten. Anregungen, eventuell, wenn euch dieses Video jetzt diese neue, es ist ja nicht neu, aber ich versuche halt jetzt wieder zurückzukommen zu diesem einem Video, weil so habe ich ja jetzt immer verschiedene Videos zu verschiedenen Themen hochgeladen, Neuzugänge oder was ich nicht fragen oder keine Ahnung. Hat euch das gefallen? Soll ich so weitermachen? Die Tage, gut, an denen wird man nicht viel machen können, die habe ich mir jetzt schon ausgesucht. Aber ja, ob euch das einfach insgesamt gefällt, würde mich interessieren. Ich finde es einfach einfacher, auch für euch oder auch, ja, für euch auch. Ihr wisst immer, wann ein Video von mir online kommt. Und deswegen denke ich einfach, ja, ist es einfach schöner. Videos habe ich mir jetzt überlegt gehabt, Videos wie Monatsrückblicke werden immer an dem jeweiligen Tag dann hochgeladen, wo ich sie gedreht habe. Also das werden dann so, also so Monatsreviews quasi werden dann gesondert gehandelt und die lade ich einfach dann hoch, wenn ich sie gedreht habe. Also meistens so um den 30. rum. Also dann einfach nochmal ein extra Goodie sozusagen. Ja, und was mir auch wichtig ist, habt ihr Videowünsche an mich? Tags zum Beispiel, die ich mitmachen soll, weil ich sehe irgendwie viele Tags gar nicht, die im Internet über Bücher rumkursieren. Ab und zu finde ich mal einen, dann mache ich den mit und dann freue ich mich auch immer, weil Tags mag ich gerne, aber ich finde irgendwie nie so wirklich welche. Wenn ihr da vielleicht irgendwelche guten Tipps habt, dann lasst die mich auch wissen. Und ja, das war jetzt mein erster Book and Talk Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Es wird ihn jetzt jeden Donnerstag geben. Und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und lasst mich in den Kommentaren wissen, wie euch diese ganze Idee gefällt. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis die Tage. Tschüss!